Hallöchen, ihr Lieben. Heute gibt es bei mir wieder eine ganz tolle Bastelidee. Und zwar geht es heute um Post-its. Die habe ich hier in dieses süße Büchlein geklebt, mit Stift noch dazu. Und wie ich das Ganze gebastelt habe, seid live mit dabei. Denn jetzt geht's los mit meiner Bastelei. Viel Spaß dabei. Dann fangen wir doch gleich mal an. Und zwar als erstes brauchen wir einen Farbkarton. Ich habe den jetzt hier in 19 cm mal 8 cm in einem schönen Blauton. Dann brauchen wir jetzt noch das Falzbrett und einen Prägestift. Wir falzen heute nur drei Linien, und zwar lange Seite oben. Dann falzen wir als erstes bei 8 cm, dann bei 9 cm und zuletzt jetzt bei 10 cm. Falzbrett und Prägestift können zur Seite genommen werden. Mit dem Falzbein die mittlere Linie nochmal nachfalzen. Dann seht ihr, wenn ihr das zur Hälfte hier nehmt, guckt die untere Seite etwas vor. Dann nehme ich mir einen Bleistift und Lineal zur Hand. Schau hier bei 4 cm mache ich mir eine Markierung, dann bei 3,5 und 4,5. Ich nehme mir dann die Schere und schneide hier bei den 3,5 cm bis zur ersten Falzlinie ein. Dann bei 4,5 cm ebenfalls bis zur ersten Falzlinie. Und dann können die anderen Linien, die wir bereits gefalzt haben, mit dem Falzbein gefalzt werden. Einmal die Seite und einmal die Rückseite. Jetzt folgendermaßen vorgehen: die äußeren Seiten rechts und links eindrücken, sodass dann die Mitte hier hervorschaut, und das Ganze einmal falzen. Da kommt nachher nämlich der Stift hinein. So sieht das Ganze dann aus. Ich hole mir jetzt mein Envelope Punchboard, um die Ecken hier einmal abzurunden. Da habe ich es auch schon. Alle vier Ecken runde ich jetzt hier ab. Wir können gleich mal einen Test machen mit dem Stift. Na? So, genau. Der kann wieder raus. Passt also. Jetzt aufklappen und jetzt geben wir Kleber einmal hier auf die rechte Seite und auf die untere rechte Seite, um das Ganze anzukleben. Also einmal hier Kleber auftragen und nochmal hier unten. Dann einmal zusammenklappen und etwas andrücken. Aufklappen. Dann können wir uns schon die Notizzettel holen. Die Notizzettel können jetzt hier mit reingeklebt werden. Einmal zuklappen. Ich zeige euch das mal hier von den Seiten. So sieht das dann aus. Der Stift kann auch schon mal hinein. Na? Jetzt.
und jetzt können wir uns ans Dekorieren machen. Das kann jetzt zur Seite und jetzt werden wir mal schauen nach einem schönen Musterpapier. Für die Vorderseite habe ich jetzt einen Farbkarton in der Farbe Weiß. Der ist 7,5 x 7,5 cm. Dann habe ich ein schönes Musterpapier hier gefunden, auch in einem schönen Blauton mit Weiß. Das spiegelt sich dann da wieder. Das Musterpapier hat die Maße 7 x 7 cm. Das klebe ich jetzt hier einmal mittig auf, sodass der Rand hier gleichmäßig zu sehen ist. Trage ich hier etwas Kleber auf. Einmal glatt streichen. Dann nehme ich mir wieder mein Büchlein. Die Ecken werde ich hier einmal abrunden mit dem Envelope Punchboard. Jetzt aber nur die zwei äußeren Ecken, die für oben und unten rechts. Genau. Ihr könnt auch das Musterpapier noch mal abrunden außen, aber ich lasse es jetzt so und klebe das dann einmal auf. Hier noch mal glatt streichen. Jetzt schaue ich mal, was ich noch für Stempel vorn drauf tun. Ich glaube, den nehme ich mit dem hier. Enjoy the little things. Nehme ich mal raus, um das nochmal anzulegen. Ja, passt doch. Genau. Das wird dann einmal auf weißem Papier gestempelt. Habe ich einmal meinen Acrylblock. Gebe ich jetzt einmal den Rahmen drauf, den ich als erstes stempel, in schwarzer Farbe. Aufdrücken. Und abnehmen. Sehr schön. So. Stempel abnehmen. Jetzt kommt der zweite Stempel drauf mit dem Spruch. Ach so, ich sehe gerade, der ist hier mit. Okay, der ist hier mit dabei. Ich dachte, der wäre einzeln. Schaut mal. Ich dachte, der wäre hier nochmal extra unterteilt. Könnten wir natürlich hier einmal auf weißem Papier stempeln und es dann hier mit aufkleben. Oder wir nehmen einfach einen anderen. Man kann es natürlich hier auch freilassen und wenn man es verschenkt, dass dann die Person eurer Wahl, die das Geschenk dann bekommt,
sich selbst hier was eintragen kann. Und jetzt hier mit Klebeplättchen drauf. Ich weiß nicht. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich werde den erstmal hier, den Stempel erstmal ausschneiden. Vielleicht lasse ich es auch wirklich frei. Wenn ihr natürlich einen Stempel habt mit schönem Spruch, könnt ihr den ja hier mit reinstempeln, so wie ich es eigentlich vorhatte. Nehmen wir uns das Büchlein nochmal zur Hand. So, das sieht ja schon richtig gut aus. Jetzt hole ich einmal meine Stifte und werde den Rand nochmal kolorieren. So, bevor ich jetzt hier kolorieren werde, habe ich noch ein Stempelchen gefunden und den werde ich erstmal auftragen. Und zwar With Love, ein Holzstempel. Und den werde ich jetzt erstmal hier mittig aufstempeln. Ich hoffe, es klappt auf Anhieb, sonst müssen wir es nämlich nochmal machen. Das wär ärgerlich. Und oh, ein bisschen schräg, oder? Was sagt ihr? Ein bisschen zu schräg, oder? Das Love. Ja, ich bin manchmal etwas unschlüssig und muss es erst mal auf mich wirken lassen und entscheide mich immer erst später. Jetzt werde ich erstmal kolorieren und dann sehen wir das uns genau an. Das hätten wir. Dann werde ich hier drunter Klebeplättchen geben. So. Dann passend hier aufkleben. Sehr schön. Jetzt überlege ich gerade noch, ob ich noch solche kleinen Blümchen ausstanze und die dann hier mit drauf gebe. Ja, da suche ich mir mal eine passende Farbe aus. Schaut mal, in so einem schönen hellen Lila-Ton werde ich mir jetzt zwei Blümchen ausstanzen. Die mal kurz ranhalten, um zu sehen, wie es aussieht. Ich werde die Blütenblätter noch ein bisschen nach oben falten. So dass die 3D-Optik entsteht.
könnten noch zwei dazukommen. Einfach so mit den Fingern so ein bisschen 3D-mäßig nach oben wölben, die Blütenblätter, und dann sieht das schon richtig toll aus. In die Mitte können wir ja dann noch einen Strassstein kleben. Dann ist die Mitte der Blüte nicht so leer. Das sieht doch schon ganz toll aus. Zwei oder drei auf einer Seite. Na, drei sieht ein bisschen viel aus. Oder machen wir sie auf die Seite und dann hier drüben. Ups. Genau, ich mache noch zwei, also pro Seite drei Stück. Sieht doch besser aus, als ich gedacht habe. Mit den Blüten. Ich muss es natürlich auch gut lesen können. Müssen wir so positionieren, dass es gut zu sehen ist. Ja, so klebe ich es jetzt auf. Das heißt also, unter die Blüten jetzt erstmal Kleber auftragen. Man muss dann natürlich aufpassen, dass ihr den Kleber jetzt nicht unter die Blütenblätter macht, sondern nur in die Mitte der Blüte. Sonst könnt ihr die Blütenblätter jetzt nicht nach oben biegen, sonst sind die ja schon festgeklebt. Kleben wir also in die Mitte der Blüten so einen kleinen Strassstein. Nochmal leicht andrücken und dann die Blütenblätter wieder in Form bringen, denn durch das Andrücken sind die Blütenblätter jetzt wieder ein bisschen auseinandergegangen. Kein Problem. Jetzt bringen wir sie nochmal ein bisschen in Form. Ja, und dann ist das Notizbüchlein auch schon fertig. So, jetzt sind wir soweit. Jetzt ist das kleine Notizheft fertig mit dem Stift hier an der Seite. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da und auch gerne ein Abo, wenn ihr mehr Videos sehen möchtet. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Dann bis zum nächsten Mal bei meine Bastelwelt. Tschüss!